Hier geht es um den Schwerpunkt. Gemeint ist der schulautonome Ausbildungsschwerpunkt der 5-jährigen HLW. Drei Fachgruppen haben den Lehrplan für dieses neue Fach gemeinsam erarbeitet. Es geht um Gesundheit in allen Facetten. Gesund bleiben durch Bewegung, um gesunde Ernährung, auch um psychische Gesundheit. Das Fach EGS steht für Ernährung, Gesundheit und Sport und beinhaltet ein vielfältiges Angebot und verstärkt die Fächer Bewegung und Sport, Gastronomie und Hotellerie sowie Psychologie und Philosophie. Die gesamte Ausbildungsschiene wollen wir Ihnen nun näher vorstellen. Die Ausbildung startet in der 2. Klasse, das heißt im 3. Semester, und wird dann als Pflichtgegenstand bis zum 10. Semester durchgehend angeboten. Im 3. Semester stehen Anatomie und Physiologie am Stundenplan. Wir besprechen den passiven sowie den aktiven Bewegungsapparat. Wir befassen uns mit Knochen, Muskeln, Verletzungen und krankhaften Veränderungen. Richtiges Aufwärmen, gezieltes Krafttraining, Übungen mit der Faszienrolle gehören zum praktischen Lehrinhalt. Massagen, Doping und Sportverletzungen werden in der Theorie besprochen. Einmal wöchentlich versuchen wir die besprochenen Muskeln gezielt mit Geräten oder auch nur mit dem eigenen Körpergewicht im Turnsaal zu beanspruchen, zu trainieren, aber auch zu dehnen und zu lockern. Damit ergänzen wir die beiden wöchentlichen Turnstunden. Deine körperlichen Batterien sind leer. Deine Muskeln und dein Körper wollen wieder Energie tanken. Gerade darüber informieren wir dich im 4. Semester. Energiebereitstellung, Trainingsmethoden und Trainingsprinzipien und die Ausbildung zum Nordic Walking Übungsleiter sind konkrete Lehrinhalte. Im 3. Jahrgang befassen wir uns intensiv mit der Sporternährung. Denn nur durch eine optimale Ernährung kommt es zu sportlichem Erfolg, zur besseren Regeneration und zu minimierten Gesundheitsrisiken. Das Wintersemester des 4. Jahrgangs steht ganz unter dem Motto Gesundes Leben. Einerseits werden Einblicke über unterschiedliche Entspannungsmethoden gewonnen und andererseits sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, durch die Auseinandersetzung mit Muskelfunktionstests Muskeln auf Abschwächung oder Verkürzung zu testen und lernen Übungen kennen, um Disbalancen entgegenzuwirken. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Umsetzen von funktionsgerechten Bewegungsverhalten im Alltag. Das heißt, sie lernen über die physiologischen Voraussetzungen für einen gesunden Rücken und können auch funktionsgerechte Übungen anwenden. In der Persönlichkeitspsychologie geht es darum, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg finden muss und gehen muss. Manche Lebenswege führen steil hinauf, andere wieder tief hinab. Aber jeder von ihnen ist einzigartig. Mode, Hype oder doch schon Trend? Das wollen wir im 9. Semester anhand von Trendsportarten und Fitnesstrends herausfinden und auch ausprobieren. Die Inhalte ändern sich von Jahr zu Jahr, abhängig von den Interessen der Schülerinnen und Schüler und auch von den Möglichkeiten in unserer Region. In den letzten beiden Jahren haben wir Bouldern und Klettern ausprobiert, waren Schneeschuhwandern und mit Tourenschienen unterwegs, probierten Jumping im Fitnesscenter und Zumba im Hallenbad. Bei Mannschaftsspielen haben wir uns Ultimate Frisbee, Spikeball, Kinball und Baseball näher angeschaut. Vorher waren unsere Möglichkeiten durch Corona sehr eingeschränkt, dennoch praktizierten wir bereits Yoga, Nordic Walking, Faszientraining und auch Badminton.